gesagt, sie ist Studiendekanin und wer nicht weiß, was ein Studiendekan ist, der möge das mal probieren. Ja, die Studiendekane arbeiten also mit sehr, sehr vielen Studierenden, mit allen Angelegenheiten des Studiums und da haben wir uns schon öfter getroffen und muss sagen, mit Frau Fink, wir waren nicht immer einer Meinung, aber irgendwann haben Sie mich doch von Ihrer Meinung überzeugen können. Ich nehme an, dass Ihnen das jetzt auch gelingt. Also nur ganz kurz, Frau Fink stammt aus Innsbruck, hat Musikwissenschaft, Romanistik, Kunstgeschichte studiert, aber auch Klavier, hat dann einen internationalen Meisterkurs in Klavier absolviert, Julien Musical de Saint-Germain, hat die staatliche Lehrbefähigungsprüfung für Klavier, dann Sponsion, Promotion, Habilitation in Musikwissenschaft und ist jetzt am Institut für Musikwissenschaft in Innsbruck beschäftigt. Was mir recht interessant ist, ist die Zusammenarbeit mit Dr. Kurt Wechsel, Musikgeschichte Tirols. Also sie repräsentiert also viele Seiten, die Musikgeschichte, die Kunstgeschichte, die Musik selbst. Ja, liebe Frau Fink, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir können Ihnen da jetzt gleich am Anfang vielleicht zwei Facetten der Macht der Musik also schon einmal zeigen, wie Sie unter anderem gerade so schön gehört haben, Musik bringt Babys zum Schwingen und Bilder zum Klingen, kann ich da jetzt nochmal so aufgreifen. Und ich möchte Ihnen eines meiner Hauptforschungsgebiete oder überhaupt vielleicht, also mein Hauptforschungsgebiet in dieser nächsten halben Stunde so ganz kurz vorstellen, wie man nämlich zwei Künste miteinander in Beziehung setzen kann. Daher also auch dieser Titel, wie Bilder klingen. Ich habe dazu zahlreiche Publikationen. Ich habe dazu zahlreiche Publikationen verfasst, auch mehrere Bücher. Das ist das letzte, das also diesen Titel trägt, wie Bilder klingen, im Jahr 2013 erschienen. Und ich habe eine Datenbank aufgebaut, an der also ab 2006, an der jetzt mittlerweile über 2000 Kompositionen verzeichnet sind, die sich auf bildende Kunst, das ist in allererster Linie Werk in der Malerei, an zweiter Stelle dann der Bildhauerei und an dritter Stelle nachgeordnete Architektur beziehen. Die sind hier verzeichnet und gesammelt und mit Metadaten versehen. Also Sie können, wenn Sie das Gebiet interessiert, vielleicht einmal in dieser Datenbank blättern, die natürlich wächst und wächst, weil laufend also neue Einträge weltweit, muss ich sagen, dazukommen. Es ist ein sehr, sehr aktuelles Gebiet. Also auch gegenwärtig gibt es auf der ganzen Welt also zahlreiche Komponisten, die sich auf bildende Kunst beziehen, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Inspirationsanker in einer Zeit eines absoluten musikalischen Pluralismus, dass man hier wirklich etwas Außermusikalisches hat, auf das man sich beziehen kann und wo man sozusagen als Komponist so auch ein bisschen Halt finden kann. Das sind also die Gebiete, die ich Ihnen vorstellen möchte in dieser kurzen Überblick. Ich möchte zuerst ein bisschen über die theoretischen Aspekte des Zusammenfindens von diesen beiden Künsten etwas sagen, dann ganz kurz über die geschichtliche Entwicklung, dann die ersten Einzelwerkvertonungen, also mit welchen Komponisten das beginnt, dann einige Statistiken und dann ganz kurz und ganz in groben Kategorien zusammengefassten Möglichkeiten der Bezugnahme. Ich werde da nur drei große Kategorien herausgreifen. Zwei Künste miteinander in Beziehung zu setzen, ist natürlich ein kunsttheoretisch umstrittenes Gebiet und es hat in der Kulturgeschichte und in der Kunstästhetik immer Vertreter von beiden Richtungen sozusagen gegeben, über viele Jahrhunderte hinweg, also Vertreter, die der Ansicht waren, dass jede Kunst sozusagen für sich bleiben muss und auf der anderen Seite Vertreter, die also gesagt haben, die Künste sollen aufeinander sozusagen zukommen. Und ich greife da nur mal zwei
Gegner sozusagen des Verbindens der Künste heraus aus dem 18. Jahrhundert und auch aus dem 20. Jahrhundert, Gotthold Ephraim Lessing, der in seinem Laocoon 1766 sich ganz massiv für eine Trennung der Künste eingesetzt hat und auf den grundlegenden Unterschied zunächst einmal von bildender Kunst und Wortkunst, beziehungsweise eben dann auch von bildender Kunst und Musik hingewiesen hat. Und demonstriert hat Lessing das an der Laocoon-Gruppe, an dieser berühmten Laocoon-Gruppe, also die Geschichte des trojanischen Priesters zur Zeit des Trojanischen Krieges, der eben dann zusammen mit seinen beiden Söhnen, also in die Falle gerät und umgebracht, also ermordet wird. Man sieht also da diesen einen einzigen Augenblick dieser ganzen furchtbaren Geschichte, den Biss der Schlangen, wie also Laocoon und seine beiden Söhne durch diese Schlangenbisse sozusagen umkommen. Und Lessing hat also gesagt, das ist ein typisches Beispiel sozusagen, dass die bildende Kunst diese ganze Geschichte nur in einem einzigen Augenblick eben darstellen kann, während die Wortkunst, also die Dichtkunst, natürlich die Ereignisse in einem nacheinander erzählen kann, in der Abfolge, und die Poesie und in der, im Anschluss daran eben die Musik, die ordnet eben die Worte in der Zeit aufeinanderfolgend und die bildende Kunst eben nur gleichzeitig. Und daher, hat also Lessing gemeint, kann man diese beiden Künste nicht zusammenbringen. Und Farben sind keine Töne und Ohren sind keine Augen, war also dann seine Schlussfolgerung aus dieser Studie, in der er ein ganz zentrales Problem formuliert hat, nämlich das unterschiedliche Verhältnis von Raum und Zeit in Musik und in bildender Kunst. Also Musik, ebenso wie die Sprache, ist eine Zeitkunst, braucht eben das entfaltende Nacheinander, und die bildende Kunst ist eine Raumkunst. Natürlich ist es in einigen kunsthistorischen Richtungen des 20. Jahrhunderts aufgehoben worden oder auch angenähert worden, braucht man nur an die ganzen Facetten der Klangkunst denken, aber prinzipiell also bleiben diese Unterschiede bestehen. Und diese Ansicht, dass Künste für sich bleiben, dass sie sich nicht einander annähern oder nicht miteinander vermischen sollen, die hat sich bis ins 20. Jahrhundert gehalten. Prominenter Vertreter ist Theodor Adorno in der Schrift über einige Relationen zwischen Musik und Malerei, wo er also gesagt hat, die Künste konvergieren nur, wo jede ihr immanentes Prinzip rein verfolgt. Das sind also zwei Vertreter nur von vielen der Position, dass jede Kunst sozusagen für sich bleiben soll und dass eigentlich eine Kunst nur verliert, indem sie sich der anderen annähert oder die andere irgendwie nachahmen will oder imitiert. Aber mich haben in diesen Forschungen natürlich die anderen Vertreter mehr interessiert, also wie kann man Künste miteinander in Beziehung setzen. Das gibt es jetzt, was Musik und bildende Kunst betrifft, in der Theorie, in den kunstästhetischen Fragen schon sehr lange. Dass man allerdings ganz konkret Bilder in Musik setzt oder Musik auf Bilder sozusagen ausrichtet, das wird zum ersten Mal also angesprochen im späten 18. Jahrhundert, 1786. Das ist ein relativ unbekannter Kunstästhetiker, Johann Leonhard Hoffmann, in seinem Versuch einer Geschichte der malerischen Harmonie, wo er also schreibt, ein Musiker soll die Vorstellung einer rührenden, lustigen, traurigen, ernsthaften Szene aus einem guten Gemälde vor sich nehmen. Daraus würde doch wenigstens etwas werden, das nach dem Inhalt des Gemäldes, ein Adagio, Allegro, Maestoso und so weiter genannt werden könnte. Also das heißt, wenn man als Komponist dann eben die Vorstellung eines Bildwerkes in sich sozusagen aufnimmt,
dann kann man das aufnehmen und quasi in einem klanglichen Medium dann eben übertragen. Also eigentlich heißt es, dass man Musik nach Bildern komponiert. Das wird zum ersten Mal eben 1786 ausgesprochen, aber noch nicht in die Tat umgesetzt. Da hat es noch ein weiteres halbes Jahrhundert gedauert, bis dann eben Franz Liszt das in die Tat umsetzen wird. Franz Liszt kennt man natürlich vor allem als einen pianistischen, muss man fast sagen, Akrobatiker, der also für die damalige Zeit die Klaviertechnik zu einem Stand entwickelt hat, wie sie sonst noch nicht da gewesen ist. Aber Liszt hat auch eine ganz andere, auch kompositorische Seite. Er war sehr daran bestrebt, auch Musik weiterzudenken, in seinen Werken weiterzudenken, aber auch kunstphilosophisch sozusagen weiterzudenken. Und er war einer der umfassendsten gebildete Komponisten überhaupt der Zeit damals, mit ganz großen Kenntnissen in Literatur und bildender Kunst. Und Franz Liszt hat sich große Gedanken gemacht, wie man denn die ästhetische Stellung der Instrumentalmusik anheben könnte. Das ist noch ein bisschen nachgeklungen, dass über viele Jahrhunderte hinweg die reine Instrumentalmusik einen eher im niederen Stellenwert gehabt hat, weil Vokalmusik höherwertig war. Das hat sich also erst so in der Klassik ein bisschen gewandelt, hing aber immer noch nach, bis also ins 19. Jahrhundert hinein. Dass also der Instrumentalmusik, das hat Liszt also befürchtet, immer das sozusagen anhaftet, sie tendiere zur Inhaltslosigkeit, zum nichtssagenden Getön. Und wie kann man dem eben entgegenwirken? Man kann dem entgegenwirken, indem, wie Liszt hier schreibt, in seinen gesammelten Schriften, indem jedes Musikwerk etwas ausstrahlen sollte, künftig, von der Kultur im Ganzen, indem der Tondichter, auch interessant, dass Liszt nicht Komponist sagt, sondern immer Tondichter, also Dichten in Tönen war komponieren, indem der Tondichter, also Meisterwerke der anderen Künste verinnerlicht und diese in musikalische Gedanken gesteigert im Ausdruck dann eben umsetzt. Dafür hat Franz Liszt dann den Begriff Programmmusik geprägt, den es in der deutschsprachigen Musikterminologie bislang also noch nicht gegeben hat. Damit meint er Instrumentalwerke, die ein bestimmtes außermusikalisches Programm haben. In allererster Linie ein Werk aus der Dichtkunst, ein Gedicht oder eine längere Dichtung, vielleicht aber auch nur eine ganz konkrete Überschrift, oder eben Werke aus der bildenden Kunst, aus der Malerei oder aus der Bildhauerei. Und Liszt ging auch von der Idee aus, dass in den Künsten oder in vielen Kunstwerken auch ein Gedanke sozusagen ist, den man einfach in verschiedenen Medien dann eben umsetzt. Also große Werke der Kulturgeschichte, wenn man jetzt zum Beispiel an den Orpheus, also Mythos denkt, das kann man natürlich die Geschichte bildlich in Worten oder eben auch klanglich umsetzen. Und genau das hat er dann eben gemacht. Er hat Werke aus der Dichtkunst, aus der Literatur und eben Werke aus der bildenden Kunst zum ersten Mal in der Musikgeschichte, also konkrete Einzelwerkvertonungen, musikalisch umgesetzt. Eine Jahreszahl sogar festmachen. Mit 1838-39 gibt es die ersten Einzelwerkvertonungen. Das ist sehr, sehr spät in der Musikgeschichte, nicht, wenn man sich das vorstellt. Also erst ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, dass zum ersten Mal ein Komponist ein Werk, ein musikalisches Werk nach einem ganz konkreten Bildwerk komponiert. Liszt hat eine Reise nach Italien unternommen, zunächst in die Schweiz und eben dann nach Italien. Er nennt diese beiden Bände Année de Pèlerinage, beziehungsweise die Klavierwerke, die dazu eben entstanden sind. Und im Band Italie, also im Italienband dieser Année de Pèlerinage, sind zwei Klavierstücke. Eines komponiert nach einem Bild von Raphael, Lo Sposalizi, und das zweite dann nach Michelangelo, das sehen wir dann gleich später. Und das sind die ersten Kompositionen in der Musikgeschichte, die eben nach einem ganz konkreten Bild sind.
Raphael-Bild, die Vermählung von Maria und Josef vor dem Hintergrund eines stilisierten Rundtempels, wo man schon einmal Anknüpfungspunkte also hat. Das liest in diesem Klavierwerk vor allem dann den weihevollen Stimmungsgehalt auf, aber auch den Zentralismus, der eben so typisch in der Renaissance-Malerei, also durch diesen stilisierten Rundtempel dann eben vorgegeben ist. Und im selben Band bezieht er sich auf eine Plastik von Michelangelo, auf den Penseroso aus der Medici-Kapelle in Florenz, und hat also auch zu dieser Statue ein Klavierstück eben verfasst, wobei da noch eine dritte Komponente hinzutritt, und zwar ein Sonett von Michelangelo. Man hat also nicht nur diese Plastik in der des Lorenzo in der Medici-Kapelle, sondern man hat also auch das Sonett von Michelangelo, und zu diesen beiden Komponenten dann eben schreibt er ein Klavierstück. Das Sonett, Sie können es hier sehen, ich bin dankbar, dass ich schlafe, noch dankbarer, dass ich aus Stein bin. Solange Ungerechtigkeit und Trug in der Welt sind, halte ich es für eine Wohltat, nicht zu denken und nicht zu fühlen. Wecke mich nicht auf und sprich leise. Wir hören zunächst einmal ein paar Takte hier an. Das kann Musik natürlich nicht. Sie kann niemals sagen, jetzt Michelangelo oder Raphael oder Goethe. Aber sie kann es eben mit Hilfe dieses Programmes, kann sie die Vorstellung des Hörers sozusagen lenken und diese Vorstellung eben auch präzisieren. Und genau das beabsichtigt die Liszt eben mit der Programmmusik. Man wird also nicht an Michelangelo denken, aber wenn man das Klavierstück dann hört, dieser Trauermarschartige Rhythmus, die tiefe Klavierlage, es ist eher abwärts gerichtete Schritte, spielt also viel auch noch von der musikalischen Symbolik hinein. Man wird doch ein Gefühl haben von Ernst, von Nachdenken, von ernsten Lebensinhalten. Und dadurch wird sozusagen beides verstärkt. Also es wird sowohl die Musik bekommt, also durch dieses Programm eine zusätzliche Ausdruckskomponente, als auch noch natürlich die Statue des Michelangelo bekommt noch einen anderen Stellenwert, wenn man das eben gleichzeitig wahrnimmt. Ja, mit Franz Liszt beginnt also dieses Komponieren nach Bildern, und das hält bis in die Gegenwart unvermittelt an. Und ich komme jetzt eben dann zum zweiten Abschnitt, so ein paar kurz einige Statistiken, die ich Ihnen da präsentieren möchte, Vertonungen nach Jahrzehnten. Es beginnt also 1838, 39, im 19. Jahrhundert sind noch relativ wenige Kompositionen, das steigt dann massiv also an im 20. Jahrhundert ab 1950, noch einmal ganz stark ab 1980, und auch gegenwärtig ist wieder so eine starke Welle sozusagen des Bezugnehmens auf bildende Kunst. Was die Wahl der Instrumente betrifft, verändert sich nicht viel. Das Orchester ist unangefochten an erster Stelle, gefolgt dann eben von Klavier, Violine, Cello, Flöte, Gitarre würde man dann noch als sechstes hinzufügen. Wenn man sagt, man beschäftigt sich mit diesem Gebiet, kommt meistens die Antwort, aha, Bilder einer Ausstellung. Natürlich, Mussorgsky ist mit Abstand das bekannteste
wobei die Bilder eigentlich relativ enttäuschend sind, wenn man sie sieht. Sie sind natürlich im Internet, aber was die Ausgaben betrifft, gibt es nur eine Ausgabe, wo diese Bilder also enthalten. Sie sind relativ kleinformatig. Also hier ist die Hütte der Baba Yaga, so eine Spielzeuguhr, oder das Talent der Küken. Oder vielleicht kennen Sie das berühmte Schlussstück, das große Tor von Kiew, in der Musik eigentlich sehr bombastisch. Und das Bild ist eher schmal, also zwar das bekannteste, aber nicht unbedingt jetzt das überzeugendste Werk. Das hat auch übrigens, ist zigmal wieder rückübertragen worden. Also das Werk von Mussorgsky wurde durch Bilder von Viktor Hartmann eben angeregt. Die Musik von Mussorgsky hat unter anderem dann wieder Kandinsky inspiriert, diese Musik in Bilder zu übertragen. Diese Bilder wieder von Kandinsky haben dann wieder Komponisten übertragen und so ist es noch ein paar Mal hin und her gegangen. Also das ist relativ intensiv rezipiert worden. Es gibt auch zig Rockversionen dieses Werkes, also sicherlich das bekannteste. Es gibt natürlich eine Hitliste, was am meisten in Musik gesetzt wird. Wenn man das rein chronologisch betrachtet, dann erstreckt sich das von den prähistorischen Höhlenmalereien von Altamira, worauf Komponisten Bezug nehmen, bis in die absolut gegenwärtige Kunst, also schön aufgeteilt über die Jahrhunderte. Aber es gibt eben eine Liste von Bildern, die am allerhäufigsten in Musik gesetzt wurden. Und an allererster Stelle ist hier das berühmte Guernica-Bild von Pablo Picasso. Und ich komme dann am Schluss dieses kleinen Vortrages noch einmal darauf zurück und werde da ein Beispiel zeigen. Es gibt an die 70 Kompositionen zu diesem Guernica-Bild. An zweiter Stelle steht Paul Klee. Auch Paul Klee ist ein Maler, der sehr, sehr viele Komponisten inspiriert hat und am häufigsten mit an die ungefähr 50 Vertonungen ist die bekannte Zwitschermaschine, wo so ein bisschen abgemagerte, traurig eher reinschauende Vogelköpfe, die so auf einem Drahtgestell eben aufgefädelt sind und mit einer Kurbel so nicht recht in Bewegung kommen. Sie schauen also nicht so besonders glücklich, aber davon ungeachtet, es gibt eben mehr als 50 Komponisten, die sich auf dieses Bild beziehen. Und das gibt jetzt musikalisch nicht so unmittelbar Aufschluss darauf. Also dieses Bild von Goya aus dem Capriccios, Il sueño de la razón produce monstruos, also der Schlaf der Vernunft, gebiert ungeheuer. Das ist auch das Bild, das als Hintergrundbild dieser Präsentation durchschimmert. Goya hat in dieser Serie der Capriccios die Missstände seines Landes im späten 18. Jahrhundert angeprangert und kritisiert und das ist eine sehr zeitlose Anklage eigentlich gegen Missstände, die Goya also in diesen Capriccios erhebt. Es geht gegen die Kirche, es geht gegen den Staat, es geht auch gegen die Lebensumstände und es geht auch um die Umstände der Kunst in diesen Radierungen. Und es ist sozusagen auch ein bisschen ein Sinnbild eines Künstlers, der also hier sitzt und von Ungeheuern bedrängt wird. Und das Bild hat sehr, sehr viele Komponisten also auch zu musikalischen Umsetzungen bewegt. Es hängt auch mit den zahlreichen Symbolen zusammen, die in dieser Radierung versammelt sind. So, dann der nächste Punkt, Möglichkeiten der Bezugnahme. Und wie schon einleitend gesagt, greife ich da nur drei so ganz sehr vereinfacht dargestellt, jetzt drei ganz große Übergruppen heraus, die natürlich wieder zahlreiche Untergruppen haben, wie Komponisten sozusagen auf Bilder sich beziehen können. Symbolische Bildübertragungen, dann Transfer einer bildhaften Struktur oder Konstruktionsidee und als drittes narrative Beziehungen und somit auch gleicher Ausdrucksgehalt, also das Nachziehen. Symbolische, erste Möglichkeit einer Darstellung. Die Rolle eines Symbols erfüllt die Musik immer dann, wenn sie durch ihre Strukturen oder auch durch einige Züge ihrer Strukturen auf etwas hinweisen kann, das eben anders ist als sie selbst. Und bei musikalischen Bildübertragungen
Entstehungszeit oder der Aussage eines Bildes in Zusammenhang stehen und diese dann eben entsprechend symbolisieren. Das kann man ganz oft finden bei Vertonungen von Bildern religiösen Inhaltes oder auch mit Todesthematik, dass dann eben ein entsprechendes Symbol oder auch ein musikalisches Zitat manchmal gewählt wird, das eben mit dem Inhalt des Bildes in Zusammenhang steht. Und auch dazu ein kleines Beispiel gleich jetzt noch. Nochmal Franz Liszt, der da natürlich sehr prominent vertreten sein muss. Franz Liszt hat auch den ersten bildlich inspirierten Totentanz der Musikgeschichte geschrieben. Er ließ sich da anregen von einem Fresko von Francesco Traini, Triumph des Todes, aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, aus dem Camposanto in Pisa. Es knüpft an die berühmte Geschichte der drei Lebenden und der drei Toten, also drei Edelmänner, die eben unterschiedlich auch dargestellt sind, berittene Edelmänner, die treffen bei ihrem Ausritt auf drei Särge sozusagen, in denen drei Personen in unterschiedlichen Verwesungszuständen eben liegen. Also man sieht es schon, dem letzten oder vordersten geht es gar nicht mehr besonders gut, dem ersten geht es ein bisschen besser, ja. Also ein bisschen so unterschiedliche Zustände. Es ist so ein Memento Mori, so quasi, dass man eben im Augenblick des Lebens auf den Tod sozusagen trifft und die Gewissheit des Todes dann eben hat. Und dieses Bild Triumph des Todes hat Liszt so sehr beeindruckt, dass er nach einer Umsetzung eben in die Musik gesucht hat. Und er macht es eben auf symbolische Weise. Er wählt die Totensequenz aus dem gregorianischen Choral Dies Irae, Dies Illa und setzt die in verschiedenen Variationen dann eben um. Vielleicht hören wir da ganz kurz rein, bitte, das zweite Beispiel. Praktikum.
Maskenkompositionstechniken. Und da hat er sich gedacht, das kann man doch eigentlich als Vorbild sozusagen nehmen für die Malerei. Also auch, und daher kommen die vielen Fugenbilder auch von Klee, die beziehen sich nicht auf bestimmte Fugen, aber sie beziehen sich auf das Konstruktionsprinzip einer Fuge, also auf das Prinzip einer Imitation. Und genauso macht er das in dieser bekannten auch Fuge in Rot. Das sind so verschiedene geometrische Muster, die imitiert werden, die sich umgekehrt werden, die sich spiegeln, also das Prinzip sozusagen der Imitation ist. Und da habe ich jetzt ein medienunabhängiges Prinzip, das man natürlich sehr gut, also auch klanglich umsetzen kann. Man kann also in der Musik die entsprechenden Stücke, die dann eben dazu komponiert sind, die orientieren sich eben genauso an dem Prinzip der Imitation und auch die Anzahl der musikalischen Motive entspricht also diesen bildlichen Motiven hier. Zweites Beispiel aus der musikalischen Grafik von Walter Steffens, auch auf Walter Steffens komme ich am Schluss noch einmal zurück, ein zeitgenössischer deutscher Komponist, der eine ganz prominente Stellung einnimmt in Bezug auf das bildbezogene Komponieren. Es gibt von ihm 120 Kompositionen nach Werken der bildenden Kunst, also am meisten eigentlich überhaupt generell. Steffens war längere Zeit auch in Paris und ist immer wieder in die Kathedrale von Notre Dame gegangen und hat sich dort an dem Glas, hat dort an dem Glasfenster der Nordrose so großen Gefallen gefunden. Sieht folgendermaßen aus, das ist das Nordfenster der Notre Dame Kathedrale in Paris. Und angeregt durch dieses Glasfenster hat er eine musikalische Grafik und einen entsprechenden Aufführungsplan natürlich auch entwickelt, der sich ganz an dieser Rosette orientiert. Das kann man sich anschauen, indem man die Komposition jetzt sozusagen drüberlegt und dann wieder wegnimmt und dann noch einmal drüberlegt. Ich mache das jetzt einmal kurz. Allzu sehr langweilig, aber nur in der Mitte sehen Sie ein Zess. Das ist der Zentrum.